Grüß Gott, meine sehr geehrten Kolleginnen und Kollegen. Heute geht es jetzt in unserer Baustelle in den Innenausbau. Was heißt, wir haben ja Innenausbau, das habt ihr aus dem Video schon gesehen. Haben wir ja schon Riegelplatten gespachtelt. Wir haben alles sauber hergerichtet. Auch hier im Treppenhaus haben wir alles gerichtet, dass wir jetzt die Treppe einbauen können. Und ihr seht, wir haben jetzt hier eine Treppe, die als Bolzentreppe praktisch geliefert wird. Das heißt, in die Wände kommen hier Bolzen rein und in diese Bolzen werden dann diese Treppentritte eingeschoben. Der vordere Teil hält sich dann praktisch über die Treppe, das Geländer und ihr seht, dass das Geländer dann letztendlich die Verbindung zur Fahrt zur Treppe ist. Wir eigentlich für die Treppe benötigen. Die liegen jetzt hier mal alle so auf einem Haufen und wie immer natürlich, der Bauleiter, unser tierisches Orakel, ist natürlich auch da, gell? Thierry, soll mal grüß Gott sagen? Ja, siehst du, schön aufpassen, gell? Damit wir alles richtig machen. Da seht ihr das, was auch nicht verzichtet werden kann. Das ist immer das, was wir meinen, wenn wir so etwas gebaut haben, dass dann Schluss ist. Nein, damit ist nicht Schluss. Schluss ist erst, wenn wir das Ganze quasi übergeben haben und wenn Broschüren mitgeliefert werden, wie diese Sachen auch gewartet werden können. Und da seht ihr, ist hier vom Treppenbauer letztendlich jetzt eine Broschüre da, optimale Reinigung, schützende Stufenverpackung, da ist alles drin, was wir brauchen. Da sind auch die kleinsten Geräte drin, die man braucht, um die Reinigung vorzunehmen. Brauchen wir alle, das hört ihr schon, mit einem Schlagschrauber eingedreht. Das heißt, der Schlagschrauber, der übernimmt hier die ganze Kraftübertragung, dass die Schrauben, die ja relativ groß sind, dort eingesetzt werden können. So, hier sehen wir jetzt den Kleber dazu. Das ist also ein Fischerkleber. Mit dem werden dann diese Bauteile hier mit eingeklebt. Damit hätten wir dann auch letztendlich erreicht, wenn wir da irgendwo eine Dampfbremse durchbrechen würden, dass wir die Dichtheit wieder schaffen können. Die Produkte sind klar benannt. Da muss ich mich ja noch beim Fischer die Prüfzeugnisse suchen. Ich muss mal gucken, ob das alles ist. Fischer hat es sehr gut ausgeschrieben, was da alles dazugehört. Und wir können allerdings noch keine Prüfnummer sehen. Und die muss ich mir noch beschaffen. Alles, was verbunden werden, die müssen dann alle mit diesen Bauteilen gedämmt werden, also schallgedämmt werden, damit der Schall hier keine Probleme bereitet. So, ihr seht jetzt hier, da sind diese Stufen schon soweit mal eingebaut. Die sind schon da. Jede Stufe ist angeschrieben natürlich. Jede Stufe hat eine Nummer dazu, wo sie dazugehört. Und mit dieser Nummer werden sie dann mit diesem Sammelsurium von Schrauben verbunden. Da sehen wir jetzt die Zwischenstufen.
Teile, die waren dann, jetzt können wir euch drüben mal noch schnell zeigen, die waren dann hier in den Stufen verwendet und da eingesetzt. Das sind dann nachher die statischen Verbindungen, die für die Stufe notwendig ist, um das Ganze zu fixieren. Aber noch einmal klargelegt, dazu müssen auch Prüfzeugnisse da sein. Ihr dürft keine Treppe einbauen, die kein Prüfzeugnis hat. So, wir haben jetzt gesehen, wie die Schrauben eingedreht werden. Hier beispielsweise an unserem Brüstungsbrett, an unserem Brüstungsteil. Und hier seht ihr jetzt, wie das aussieht dann später. Diese Schrauben werden natürlich verdeckt. Kappen, ich zeige es euch mal hier, wie das aussieht noch an unserem Schraube. Da seht ihr hier unsere Schraube. Da seht ihr jetzt unsere Schraube mit dem Schraubenschlitz. Und in diesen Schraubenschlitz passt natürlich perfekt diese Klemmung drauf. Und damit haben wir dann nachher einen sauberen Abschluss. So, hier sehen wir jetzt aus dem Plan heraus die Verbindungen, wie das im Schnitt letztendlich aussieht. Ihr seht auch, da werden teilweise Verstärkungseisen mit eingesetzt, um diese Verbindungen sauber festzubekommen. Und da seht ihr dann die ersten Austrittbretter und hier sehen wir jetzt, wie das Ganze dann praktisch mit dieser Oberkante abgedichtet wird. Da werden genau die Schrauben beschrieben, wie stark die Schrauben sind, wie groß die Schrauben sind. Das ist alles so ganz klar definiert, dass man daraus ganz klar eine klare Kontrolle führen kann später, wie diese Treppe eigentlich befestigt werden kann. Und die wird natürlich auch von mir geprüft dann am Schluss. Dazu gibt es einen extra Treppenprüfbericht und ein Treppenprüfzeugnis und picobello suchen. Und das sind auch jetzt wieder, da seht ihr auch hier nochmal, das ist der Austritt unten. Dann der wird befestigt mit dem Boden und das sind dann die Treppenauftritte, die lediglich mit diesen Hölzen, die ihr vorher gesehen habt, da waren die Abstände gehalten und mit diesen Abständen muss das nach oben geführt worden. Und daher müssen auch diese Verschraubungen, die da drin sind, die müssen natürlich eine statische Grundsatzfrage erklären. Dort muss von der Statik her praktisch alles über den Treppenhandlauf dann nachher gesichert werden. Und das ist das Aufwendige an dieser Treppe. Daher müssen diese Treppen auch geprüft sein. Und da seht ihr jetzt noch einmal das ganze Vorhaben. Ihr seht die Nummern, ihr seht die Maßstäbe, ihr seht alles, was mitgeliefert werden muss. Und ihr seht, wie die Treppe dann später aufgebaut wird. Das ist das Geländer, das jetzt an diese Brüstung angesetzt wird. Die Brüstung. Hier wird jetzt das Geländer montiert. Da seht ihr, da sind natürlich tolle Verbindungen. Das sind Schrauben, die mit dem Schlagschrauber eingedreht werden. So, ihr seht, der erste Winkel für die statische Befestigung im Augenbereich ist jetzt montiert. Das ist letztendlich der Winkel, der das ganze Geländer danach später hält. Dort seht ihr den Ansatz, wo man das statisch an die Wand befestigt und somit kann die Statik so funktionsfähiger. Wenn wir mal über das Thema Präzision reden wollen, dann seht ihr jetzt hier, wie hier die Gewerke ineinander gearbeitet haben. Da kommt der Treppenbauer mit einem rechten Winkel an, hier, und dieser rechte Winkel passt aber so sauber zu unserer Gipskartonplatte, die unser Innenausbau reingemacht hat. Da haben wir so viel Differenz, dass wir noch eine spritzbare Dichtstofffugel machen können, aber alles andere ist präzise. Seht ihr, das Einzige, wo es jetzt ist, erstmal hier und hier ein bisschen knapp Luft haben, aber das kann man verzeihen. Das ist überhaupt kein Thema. Wenn man sieht, dass da teilweise ja so große Differenzen da sind, dass man das gar nicht, das ist Präzision einfach. Und wenn wir auch hier reinschauen und schauen jetzt schon hier im Rohbau nach oben, dann hat hier jeder im rechten Winkel gearbeitet. Ob das jetzt der Innenausbauer war oder der Treppenhausbauer war, es steht alles präzise im rechten Winkel. Da schlägt das Sachverständigenherz richtig hoch. So, der erste Teil, den wir für die Statik brauchen, für die Treppe, ist gemacht. Ihr seht schon oben, ist der erste Winkelansatz da, den wir letztendlich brauchen, um das Tragen, die Treppengeländer
zu befestigen, weil es ja statische Wirkung hat. Und oben sind jetzt schon mal die ersten Geländer, das erste Geländer gesetzt. Und da seht ihr auch, dass wir hier alles in einer Präzision haben. Es ist also klasse, wie hier der Innenausbau gearbeitet hat zu diesen ganzen Geräten, die in der Fertigung vom dritten Hersteller stehen. CAD-Automaten, die das alles präzise fertigen können. Und dennoch haben wir Präzisionen auf der Baustelle, wo auch unsere Handwerker der Baustelle ohne weiteres mithalten können. Wer immer alles ins Wasser setzt, bleibt auch alles im Wasser. Das seht ihr auch hier wieder in der Flucht. Es ist also wunderbar zuzuschauen, wie hier die Treppe gebaut wird. Wir sehen jetzt, dass die dritte eingerichtet worden. Wir sehen hier, dass hier Schablonen da sind. Die Schablonen sind genau angeschrieben. Ihr seht auch hier, da sind die ganzen Leisten sind bemaßt. Da sind genau die Risse drin. Die Risse werden dann hochgefahren mit der Wasserwaage nach oben geführt. Und es werden jetzt hier praktisch, wird jetzt immer über diese Schablone, werden jetzt diese Risse angezeichnet. Und somit hat man immer die richtige Bohrung. Das Ganze wird dann mit der Wasserwaage herausgerissen. Die ersten Dritte letztendlich da, die man so einsetzen kann. Es ist ein perfektes System. Das ist praktisch von Works aus schon picobello hergerichtet. Jetzt kommt der nächste Tritt wieder in der Höhe. Das ist ein Fixmaß. Und jetzt wird wieder hier der Dübel angerissen. Und da wird jetzt, da brauchen wir dann links und rechts quasi einen Dübel, damit es ja von der Torsion dann nachher nicht sich verwinden kann. Torsion ist eine ganz wichtige Angelegenheit hier im Treppenbau. Die Torsion ist immer das, wo sich etwas verwinden kann, wie wir es uns nicht mehr vorstellen können. Das seht ihr dann noch an den Bildern. Ihr seht, dass ein Tritt nach dem anderen eingerissen ist, beziehungsweise ein Dübel nach dem anderen eingerissen ist. Und wichtig ist jetzt immer, dass dieses Maß von hier nach da, das ist ja das Trittmaß. Und dort besteht nach der DIN ein ganz klare Höhe, was nicht überschritten werden darf, damit Kinder nicht durchfallen. Das zeige ich euch dann bei der Treppenabnahme. So, ihr seht jetzt, hier haben wir jetzt die Planformationen. Und da sehen wir jetzt, dass wir mit der Schablone das Ganze letztendlich auf dem Boden anreißen. Und was wir auf dem Boden anreißen, das ist jetzt das Treppenauge. Ihr seht jetzt die Dritte, die sind jetzt hier nach oben komplett vermessen worden. Vom Plan werden jetzt über die Schablone alle diese Dritte hier aufgerissen und nach oben vermaßt. Und da seht ihr, jetzt steigt unsere Treppe quasi schon mit den ganzen Dübeln bis nach oben. So, wir sehen, dass jetzt die ersten Dübel gebaut wurden, die ich euch ja gezeigt habe vorhin. Und diese Dübel waren jetzt alle mit einem entsprechenden Bohrer auf Tiefe gebaut. Und mit dem Bohren selber, denn nachher können die Dübel dann nachher eingeklebt werden. So, jetzt wurden die Dübel vorbereitet zum Einschlagen. Ihr seht, wir machen hier an jedem Dübel, wird hier ein Dichtstoff, ein Klebstoff angebracht, mit dem dann der Dübel hier eingeklebt wird. So, jetzt seht ihr, jetzt setzen wir die Dübel ein. Die Dübel sind mit einem Prüfzeugnis versehen, das habe ich euch ja gesagt. Dieses Prüfzeugnis wird auch noch angefordert von der Firma. Das möchte ich dann noch sehen. Und da seht ihr, jetzt oben sind die offenen Dübel noch. Die müssen jetzt noch eingesetzt werden. Und nach unten seht ihr ja, haben wir ja alle unsere Dübel soweit eingebohrt und eingesetzt. Und da waren jetzt die Treppentritte dann verbunden. Zu den Lagern hier muss man auch noch eins dazu sagen. Treppenbau ist ja letztendlich, wie ich es euch ja schon gesagt habe, von der 4109 ein Grundsatz
für den Schallschutz. Und darum muss ja, wenn die Treppe begangen wird, müssen ja diese Dübel so sein, dass sie den Schall aushalten. Und das ist die Zulassungsnummer, die auf diesen Dübel draufsteht. Die besagt letztendlich, dass die Kraft gegeben ist und zum anderen, dass auch der Schallschutz gegeben ist. Die werden jetzt eingeschoben und eingeklebt. Das ist eine ganz feine Angelegenheit. Somit bekommen die auch gleich ihren Halt. Hier sehen wir jetzt diese Zwischenstufen, Halter, die da sind. Und da seht ihr, die werden dortweise größer geliefert. Und die müssen dann alle hier natürlich entsprechend zugeschnitten werden. Das ist das Einzige, was man eigentlich nicht können, mit der CAD-Automaten herzurichten, weil wir ja in jedem Haus irgendwo eine andere Steigung haben. Und die Steigung, die kann ja von oben nach unten variieren. Und so wie sie variiert, müssen wir halt die Schritte dann zugeschnitten. Die Zwischenhalter, die müssen dann eventuell hier halt dann entsprechend zugeschnitten werden. Aber das ist eine Kleinigkeit, das ist in ein paar Minuten erledigt. Wir sehen, dass alle Schnittstellen, wo wir haben, natürlich gleich mit dem Lackwerkseits nachbehandelt werden. Das ist eine klare Angelegenheit. Wir können die Oberflächen natürlich nicht ohne einen Oberflächenschutz stehen lassen. So, das ist jetzt der Bolzen für den Mittelpfosten, fürs Geländer, wo ja auch die Statik abgetragen worden. Und ihr seht, auch der ist wieder gelagert auf einem Gummilager, damit auch der Schallschutz wieder gewährleistet ist. Das Ganze kommt dann hier montiert in dieses Postenteil. Da ist Loch schon gebohrt, dort wird es eingesetzt. So, jetzt werden die ersten Steigen gesetzt. Das seht ihr hier. An den Winkel, den wir jetzt hier angesetzt haben, werden die Stacheten eingeschoben. Das heißt, die werden eingeschraubt, da sind ja Schraublöcher drin. Und mit diesen Schraublöchern dann werden die Stacheten, das habt ihr ja vorher gesehen, werden jetzt befestigt. Also das Geländer wächst jetzt so lange. Hier seht ihr jetzt die Bolzen, die dann in diese Dübel eingeschoben werden. Drüben sind sie schon dabei, die einzubauen. Ihr seht, es ist ein komplettes System, da ist wieder der Schallschutz gehalten. Da ist komplett schon eine Abdeckkappe drüber. Und jetzt bauen wir uns verlangen, wie die ganze einzuschoben wird. Hier seht ihr jetzt, wie die Schrauben quasi aus diesen Handläufen herauskommen. Oben sind die nicht sichtbar und damit werden die jetzt hier statisch letztendlich verbunden. Mit den Bauteilen, mit den Einzelteilen. Und jetzt seht ihr, wie das hier nach oben gedeiht. Oben sind jetzt schon die Schrauben eingedreht, im erster Tritt sitzt schon. Und von unten werden jetzt diese Stacheten, nennt man die, zusammengeschraubt. Hier sehen wir Stacheten und auch die Stacheten seht ihr an der Höhe verlaufen ja. Und drum werden diese Stacheten auch unten alle angeschrieben, wo die hingehören, weil die müssen, so wie die Steigung letztendlich verläuft, müssen auch die Stacheten verlaufen. So, das sieht natürlich ganz lustig aus jetzt. Jetzt hängt hier ein Brettengeländer quasi in der Luft, ohne dass da irgendwo schon Brettenbritte oder sonst etwas da ist. Da seht ihr hier diese Stacheten hier, die sind zum Drehen. Das habe ich euch ja gezeigt, das sind ja Schrauben drin. Und mit diesen Schrauben können jetzt nachher die Dritte, die oben, da oben ist er ja schon eingehängt, der Tritt, da können die Dritte jetzt justiert und ausgerichtet werden. Also wenn der Tritt jetzt hier nicht im Wasser steht oder sich da noch verwindet, dann kann das mit diesen Stäben dann in der Schraube noch justiert werden. Die Schrauben selber, die werden dann mit einem Kleber eingeklebt, damit sie sich später nicht mehr verstellen können. So, hier sehen wir das Schlussstück, das ist letztendlich jetzt der Statikkleber nach unten und wo die Kraft von dem Mittelteil alles abteilt. Und da seht ihr, da unten ist jetzt in den Bolzen, ist jetzt praktisch die Befestigung eingesetzt worden und es wird hier auch gleich ein Lager eingesetzt, damit wir auch den Schall wieder übertragen. Kommt ihr nachher hier? Hier seht ihr jetzt, hier wird jetzt Tritt für Tritt eingehängt. Hier haben wir schon diese der Mittelholm haben wir schon gesetzt soweit. Das seht ihr jetzt, wenn wir hochgehen. Der ist oben verschraubt worden schon wieder. Da werden jetzt die Stacheten wieder eingesetzt. Und da seht ihr auch alles, was hier verbunden wurde, wo das Ganze dann nachher nicht schreien kann. Denn so eine Treppe sollte ja schreienfrei sein. Ihr seht, jede Schraube, die bauseits angeführt wird, die wird nicht nur gezwängt, sondern die wird vorgebohrt. Später wird sie dann
eine Schlagschrauber mit auf. Also ich würde hier. Und wie gesagt, das Ganze sitzt innen auf Gleitlagen, sodass das Holz nie an sich reiben kann, sondern das immer mit dem Gleitlager letztendlich ausgeglichen ist. So, unsere Treppe gedeiht zwischenzeitlich. Es geht Tritt für Tritt nach oben. Und ihr seht, man montiert die Treppe dann von unten nach oben. Und so wie man sie nach oben montiert, kann auch der Monteur hier mitsteigen mit dieser Treppe. Das ist ein ganz schönes System. Ihr seht ja, das sind da durchgehende Schrauben, die durch diese Hilsen durchgeführt werden. Die werden dann oben mit den Stangen, also mit den Stacheten, werden die dann verbunden. Und die sitzen also perfekt fest drin. Die werden von unten dann angezogen. Und so geht jetzt die Treppe nach oben und nach unten rüber. Und so kann man auch diese dritte hier, die kann man auch mit diesen Stacheten quasi ausrichten, bevor man sie dann unten mit der Schraube anzieht. Das ist eine ganz tolle Sache. Also dieses System ist perfekt. Man muss dazu sagen, es ist ein System, das man pflegen muss. Man muss nach 2 Jahren mal wieder nach den Verschraubungen gucken und man muss auch mal gucken, wie da die ganzen Teile noch zusammenhalten. Macht man diese Pflege dann nachher, dann hat man eine sehr günstige, tolle Treppe zu verbuchen. Also der Treppenbau ist fantastisch gelungen. So, diese Teile, die werden dann nachher noch verfeinert, die werden dann noch abgeschnitten, Manschettentrenner, und die werden dann abgeschnitten und sauber ausgeklebt. Die Verklebung, die wird mal abgeschnitten, und dann haben wir hier eine picobello sauberen Anschluss an unsere Treppe. Also das Ganze macht Freude zuzuschauen, es macht Freude hier mit dabei zu sein. Es ist eine fantastische Angelegenheit. Und vor allem die Präzision, auch die Präzision mit unserem Innenausbau, das ist einfach fantastisch, was hier geleistet worden ist. So, jetzt sind wir noch an diesen Haltern. Also ihr seht ja, hier sind die Kunststoffhalter drin und diese Kunststoffhalter, die geben die Statik mit den Bolzen. Das Ganze ist hier ganz clever gemacht worden. Das bleibt jetzt mal so stehen im Provisorium, weil wir das ja streichen müssen. Dann können wir, wenn wir das gestrichen haben und es dann wegmachen, dann können wir dieses Teil rausmachen. Seht ihr, dann wird diese Abdeckhülse übergeschoben. So, dann wird die übergeschoben und so ist es dann fertig. Das Teil wird dann nachher auch noch rausgemacht. Und dann haben wir einen schönen Bolzen zur Treppenansatz. Und dieses ganze Teil hier ist ganz clever, weil wenn wir das jetzt nochmal runterstreichen, dann brauchen wir hier nicht aufpassen und Abkleber, sondern dann können wir jetzt das alles überstreichen und bis hierher streichen. Also das ist eine Innovation, die ist also lohnenswert. So, also nach circa 5 Stunden ist unsere Treppe jetzt soweit fertig. Die muss jetzt noch ein bisschen verfeinert werden, die Ecken, die Lager müssen noch abgeschnitten werden und alles ausmachen. Das zeige ich euch dann nachher auch noch. Und ihr seht, hier ist jetzt die Wartungseinheit. Alles, was zur Treppe gehört, das wird so abgeliefert. Die Treppe ist komplett eingepackt, das seht ihr ja. Gott sei Dank hat man das so gemacht, denn das ist auch sehr schön. Überall dort, wo wir die Öffnungen gehabt haben, kommen solche Manschetten drüber. Das ist also eine ganz klasse Angelegenheit, sodass wir jetzt sagen können, die Treppe ist jetzt so eingepackt, dass wir weiterarbeiten können im Innenausbau. Wir können sie auch begehen. Wir gehen mal hoch mit der Treppe und sehen, dass es hier schön verläuft. Bei den Treppen ist es immer so, dass es, bei solchen geländlichen Treppen, ist es immer so, dass wir einen Laufschnitt haben. Und dieser Laufschnitt, den seht ihr hier noch auf dem Bild, das ist eigentlich die Stelle, wo wir hauptsächlich nach oben gehen. Und das ist jetzt hier ganz gut gemacht worden. Die lässt sich sehr gut laufen. Treppen sind auch eine Grundsatzfrage, was hier ein bisschen faszinierend ist letztendlich. Das ist das. Wir sehen auch hier, muss ich das auch noch schnell sagen, wir sehen auch hier diese ganze Präzision, die hier eingebaut wurde, von unserem Innenausbau und jetzt vom Treppenbau. Also das ist herausragend. Und man muss das auch so sehen, diese Treppen, wenn wir nochmal auf den Verzug gehen, diese Treppen sind so gemacht, dass die an CAD-Automaten penibel genau hergestellt werden. Aber wir müssen eines auch im Klaren sein, auf der Baustelle werden die dann praktisch vom Monteur verzogen.
das nennt man den Verzug, so wie der Monteur die Treppe letztendlich verzieht. Dieses Verziehen, das ist das, ob man die Treppe gut oder schlecht laufen kann. Und diese Treppe lässt sich also sehr gut laufen. Wir haben da also überhaupt kein Problem damit. Die Abnahme wird später gemacht, bevor dann bezogen wird. Dort werde ich euch dann noch zeigen, wie man die Abnahme macht.